Freunde, ich nehme das gerade hier im Nachgang auf. Ich dachte zuerst, Alpha Steinchen will mir einfach nur schreiben, um irgendwas zu zeigen. Ich habe es einfach mit aufgenommen, weil ich gedacht habe, okay, vielleicht ist ja irgendwas Spannendes. Es war tatsächlich nicht so spannend, was er mir gezeigt hat, aber alles, was dann komplett danach passiert ist, ist sowas von spannend gewesen. Deswegen schaut bitte unbedingt bis zum Ende. Sonst würde ich es jetzt definitiv nicht hochladen. So, und Alpha Steinchen hat mir geschrieben, dass ich irgendwo hinkommen soll. Ich muss ihn mal kurz antworten. Wo soll ich hinkommen? Er hat wohl irgendwas Krasses mir zu zeigen oder so. Er ist total ausgeflippt im Chat auf Discord. Deswegen, ich frag mal, wo ich hinkommen soll. Ich habe leider mein Rätsel immer noch nicht lösen können. Ich habe mein Item noch nicht bekommen. Aber vom letzten Video, also gestern, hat man am Ende noch gesehen, dass da einfach ein Zombie-Fight-Piglin war, der auf ein Hähnchen geritten ist. Und ich denke mal, dass das ein sehr, sehr gutes Zeichen war, dass ich irgendwie an mein Item noch rankomme oder auch vielleicht so ein Lebewesen bekomme. Oh, es wäre so cool, wenn ich so ein riesiges Huhn bekomme, was ich so reiten kann und so Feuer spuckt oder so. Jetzt, ich spamme ihn mal hier ein bisschen zu, weil irgendwie antwortet er nicht. Festung, Festung, Festung. Okay. Moment, Freunde, dann gehe ich einmal zu unserer Netherfestung. Ich gehe einfach hier über das Schwert. Das sollte schneller gehen. Okay, ich bin sehr gespannt, was er mir zeigen möchte. Tobi, Snoopy und so sind jetzt auch gerade noch online. Deswegen, ich gehe jetzt einfach gerade mal über diesen Himmelsrichtungen-Tempel. Das geht tatsächlich aktuell am schnellsten die ganze Zeit. Finde ich mega cool. So, aua. Ich hab mir den Kopf gestoßen. Und zack. So. Wo sind die denn jetzt? Wo sind die denn in der Festung? Hallo? Das macht voll viel Schaden. Aber bleib mal von uns damit weg. Bleib mal von uns damit weg. Was macht Schaden? Was ist hier los? Kiro. Hey, Freunde, was geht? Kiro, Kiro, bleib, halt Mindestabstand von Alpha Steinchen. Hä, wieso denn? Was macht der? Was ist los? Was sagst du? Was macht der? Gemutet oder so, keine Ahnung. Ah, Entschuldigung, ach, Entschuldigung, ja, ja. Was ist los? Was? Ah! Hey, was? Was ist das? Warum habe ich Gift? Ich weiß nicht, der Junge hat irgendwas gegessen, was nicht gut ist. Gift 10, Alter, ja, geh mal mit deinem Durchfall woanders hin. Was soll das? Ist das, was du mir zeigen wolltest? Hä, hey, Bro, Digga, das ist voll anstrengend. Weißt du, was das Ding ist? Weißt du, aber er kann das im Kampf gegen die anderen benutzen. Vielleicht. Mal gucken. Warte mal. Wir haben jetzt so ein extra Ding und du nicht, Bro. Warte mal, das ist da, hast du ein Item von Mira das bekommen? Bro, was soll das denn die ganze Zeit? Ich war seit einer Woche mit meinem Rätsel rum und krieg nichts. Weil du dein Rätsel nicht gelöst hast, Mann. Ja, Bro, ich hab's so versucht. Nicht. Was? Hier, spring bei. Ja. Oh, Alter, wie stark ist das? Ah. Ich will auch sowas haben, Mann! Kriegst du aber nicht! Oh mein Gott. Pups. Ey, Bro. Ich hab heute mich ein Pups, denn. Nee? Hä? Ja. Bro, Snoopy hat sein Schwein, du kriegst sein. Was ist das überhaupt? Furz, Durchfall, Digga, was ist das? Das stinkt auf jeden Fall nach Scheiße. Bro, es stinkt übelst krass. Digga, was. Das stinkt halt echt ekelhaft. Bro, und warte mal. Kannst du mir dein Rätsel zeigen? Was hast du bekommen? Hast du ein Buch bekommen? Irgendein Rätsel? Zeig mal. Bro, das. Wo hast du das Item gefunden? Stimmt, Steinchen, wo hast du das Item gefunden? Snoopy ist ein fettes Schwein. Was? Ist einfach hier gewesen. Guck hier. Ja, was labert der? Ja, weißt du, du bist ein fettes Schwein. Warum nennst du das so? Ja, weil es so fett ist, was kann ich sagen? Und dann hat er Snoopy die ganze Geburtstag. Hey, geh mal weg jetzt! Digga, der mit seinem Furz hier, ey! Bro! Warum machst du uns damit überhaupt Schaden, Digga? Was soll das? Oh mein Gott! Das steht in seinem Buch drin, Mann! Woher weißt du vom Buch? Er hat mir das eben gegeben, aua. Ja, was? Hä? Er hat. Digga, was soll das, Mann? Ich fühle mich einfach so veräppelt langsam. Ja, bei ihm steht irgendwie, dass er aufpassen soll, dass das ihm und uns nicht zum Verhängnis wird. Oh, du hast es jetzt aufgesammelt. Warte, ich hab's jetzt. Zeig mal. Komm mal hier rüber, Kiro. Hier. Oh, Digga! Hä? Der kann. Was? Freunde. Jetzt, Steinchen hat sogar sein Item jetzt. Ey, was steht da? An Alpha Steinchen Chaosbringer. Pass auf, dass dir und deinen Kameraden dein schlechtes Essverhalten nicht zum Verhängnis wird. Und damit kriegt er einfach irgendwas in die Hand gedrückt. Du kriegst bei so einem dämlichen Rätsel es einfach vor die Füße geworfen.
Ey, Digga! Lass das mal jetzt! Bro, lass das mal! Digga, und wo hast du das Item jetzt gefunden? Zeig mal. Ich hab dich nicht geschlagen, Bro. Hä? Warte, da sind die beiden. Warte, die fliegen woanders hin. Nee, was? Da hallo, hinten ist das. Ist das hier hallo, hinten Leute, oder was? Boah, das sieht richtig Digga, kacke aus. Bro. Digga! Oh, okay. Ey, Mann, das ist viel zu krass! Kiro, hilf mir! Kiro, du musst dich irgendwo oben hinstellen. Ich hab Bro. Eines! Ich hab eines! Bro, geh mal weg jetzt! Kiro, du musst dich irgendwo oben hinstellen, wenn du das machst. Dann triffst du diese Wolke nicht mehr. Ich merk's. Digga, du willst mir erzählen, dass du so einen stinknormalen Tempel bekommst, das Item direkt irgendwie vor die Füße geschmissen bekommst, mit so einem dämlichen Rätsel. Bro, was hast du so? Hä, es hat mich trotzdem getroffen. Hast du ein Rätsel bekommen? Das Schwein ist einfach geil. Das Schwein hat dich da hingebracht, oder was? Das Schwein hat ihn hier hingebracht! Ja, das hat's bestimmt gerochen oder so. Ja, man riecht mein Schweinchen, Kiro. Bro. Aua. Kann man wegfliegen, wenn das aktiv ist? Bro, Digga. Ja, kann man. Aua. Digga, und warum greifst du uns jetzt die ganze Zeit nur noch damit an? Scheinchen, nein. Digga. Du fliegst gleich weg. Och, Digga, ist das nervig. Warum kriegst du so eine... Warum gibt dir Mira so eine dämliche Sache? Ein dämliches Item, was ist der? Aber wenigstens hat er ein Item, Kiro, ne? Ja, Bro, aber von Mira gibt es sonst eigentlich immer nur irgendwas Sinnvolles. Ja, aber weißt du was? Bro, das ist ja übelst broken, was er bekommen hat. Ja, check ich auch, Digga, jetzt werd mal nicht respektlos. Er hat ein Item, wo du dich... Nein, geh weg, Bro. Digga, das ist krass. Das ist so krass, Alter. Aua, wieso hab ich den Effekt hier unten immer noch? Bro, hör doch auf jetzt. Au. Okay. Reicht doch jetzt, Alter. Du hast kein Item. Digga, Snoopy reicht doch jetzt. Ich hab's kapiert. Ich hab kein Item, Digga. Wer auch immer Snoopy sowas gibt. Wer auch immer Steinchen sowas gibt, hat einen Fehler gemacht, Mann. Aua. Ja, Mira macht doch anscheinend keine Fehler. Also soll das ja auch wieder irgendwas Tiefsinniges bedeuten. Ja, fairer Punkt. Was ist los, Bro? Weiß, ich hab heute nicht. Nein, ja, er macht schon wieder. Ja, toll, Digga. Toll, dass er sowas hat. Was will er jetzt eigentlich von mir? Mal woanders hin, Digga. Ey, ich muss die ganze Goldäpfel fressen wegen dir. Digga, was ist... Es ist so bodenlos. Aber Steinchen, soll ich dir was sagen? Von der Tempel sieht auch wieder anders aus. Der sieht einfach komplett anders aus, wie das, was Snoopy bekommen hat. Das sieht komplett anders aus. Ja, das sieht komplett auch irgendwie auch anders als das, was du da irgendwie hast. Ja, also ich muss sagen, mein Tempel sieht wirklich am krassesten aus, so, den ich bekommen habe. Nein, mein sieht am krassesten aus. Was laberst du? Das ist ein bisschen Blackstone. Ja, Timmy bekommt natürlich noch was. Safe, wahrscheinlich auch vor mir, Digga, dass er wieder auch cooler ist. Bekomme ich dann auch was? Ja, du bist ja von Herzen ein Höllenkrieger, also safe bekommst du auch was. Oh nein, Alter, mach bitte dieses Item weg. Ich halte jetzt ab. Bro, aber ich schwöre bei Gott, der Nächste, der vor mir ein Item bekommt, der wird von mir als vogelfrei erklärt. Ah ja, aber Kiro, ich muss dir später noch was zeigen, ne? Du wirst schon sehen, was ich meine. Okay, ich bin gespannt, Alter. Boah, ja, lass mal machen. Warte mal, hast du etwa auch schon ein Item bekommen, oder was? Nein, ich habe selber was vorbereitet. Selber? Was ist los? Wenn ich ein Item bekommen hätte, hätte ich dir das schon lange gesagt. Ja, reiz mir alle ruhig unter die Nase, ist kein Thema, Digga, ehrlich. Was willst du denn, was machst du denn jetzt? Er macht's wieder. Ach, wow, Digga, so primitiv, Alter. Snoopy hat sich ausgeloggt. Oh, töte mal nicht unsere Kameraden. Ey, Digga, warum Vergiftung 10, Alter? Das ist voll übertrieben. Junge, was hast du gegessen? Was hast du gegessen? Ich habe abgelaufene Sachen gegessen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich davon halten soll. Wie kannst du nach meinem Rätsel ein Item kriegen? Weißt du, manche kennt's, manche nicht. Oh mein Aua!
Digga, Digga, Digga. Ja, tschüss, geh. Ja, er nennt mich Loser, genau, Digga. Mach das. Hä, was passiert genau, Rikiro? Wie, was passiert? Waren die sich über dich lustig, oder was? Ja, die machen sich über mich lustig, Alter, weil ich wahrscheinlich als Anführer jetzt nicht, weil ich kein Item hab vor denen, so als Anführer, weißt du? Das ist bestimmt krasser, oder? Ja, ich hoffe, Digga. Also, wenn der so ein Durchfall-Item vor die Füße gelegt bekommt, dann will ich, keine Ahnung, dass ich mit einem Knopfdruck den kompletten Server beherrsche oder so, Alter. Ja, das Ding ist so, die haben ja beide irgendwie was zu denen passt, oder? Schwein. Was bekommst du dann? Aber, also, Snoopy und Schwein, ich verstehe jetzt nicht ganz. Wieso passt das zu dem? Fragst du das gerade wirklich? Ja, check ich nicht. Hey, was will er jetzt? Na, das musst du mir erklären. Aua. Was macht der jetzt hier für Fitner? Ich finde, das passt zu Snoopy, aber... Ja, weil er ein Schwein ist, oder was? Ja, genau. Er hat Schweineverhalten. Ja, okay, macht irgendwie Sinn. Ja, Steinchen kackt sich immer ein. Er hat jetzt so ein Kack-Item oder so. Was bekommst du dann? Also, ich bin ein Huhn? Ich bin der Anführer der Höllenkrieger. Ja, also guck mal, die Sache ist die, ich glaube in Snoopys Buch und in Steinchen Buch stand jetzt eigentlich beides mal Chaosbringer. Das heißt, die sind sowieso vom Ranking wohl ganz unten. Das ist der Titel von den beiden. Das ist der Titel von den beiden. Ja, aber die haben beide denselben Titel und bei mir stand ja Chaos Huhn. Ja, weil ich den beiden den Titel gegeben habe. Hä? Wie? Weil die schon Höllenhuhn. Aber das Ding ist, Höllenhuhn, das wundert mich. Ich habe dir den Titel nie gegeben. Richtig, ja. Den hat Mira dir selber gegeben. Oha, dann werde ich bestimmt irgendwas Besonderes kriegen. Aber wann, Digga? Ja, wenn du das Rätsel löst oder so, was weiß ich denn? Ja, aber wie soll ich es denn lösen? Ich habe doch schon alles probiert. Ich habe Leute geopfert. Das Einzige, was nicht funktioniert hat, und das stand auch in den Kommentaren drin, und das ist, was ich unbedingt noch probieren will, und wahrscheinlich dann auch mit dir und nicht mit Steinchen und Snoopy, weil die sind zu blöd dafür. Und zwar gab es die Theorie von einem in den Kommentaren, dass an alle vier Himmelsrichtungen vier Höllenkrieger gleichzeitig laufen müssen. Ja, dafür das brauchen ist wir Snoopy und Steinchen, ja, oder? Ja, aber nein, wenn du da bist, Timmy und Snoopy oder Steinchen reicht dann. Aber ja, beide gleichzeitig macht gar keinen Sinn. Hm, okay, wir gucken mal. Die sind zu blöd dafür, ehrlich. Also du musst da mein Video dazu anschauen. Ich hab's mit denen schon versucht, die haben so rumgetrollt, Digga. Als ob, man. Bestimmt, ja, okay, ich verstehe, bestimmt wäre das schon die Lösung. Also wenn das wirklich die Lösung ist, ne, egal was ich bekomme, ich kill die sofort, Alter. Ja. Das wird sowas von meiner Rache. Dafür wäre Beule mal hilfreich gewesen, Mann. Dafür wäre Beule mal hilfreich gewesen. Ja, stimmt, Beule, genau. Ja, wir brauchen doch kein Snoopy, kein Steinchen, Beule, aber... Ja, aber der ist weg oder so, keine Ahnung, Mann. Die Sache ist die, es muss halt wahrscheinlich ein Höllenkrieger aus tiefstem Herzen sein und Beule hat nicht mal den Skin. Ah, true, stimmt. Das heißt, und das Problem ist, wir haben sowieso die Theorie, dass Beule, glaube ich, eher ein Verräter ist. Also Timmy und ich sind da schon ein bisschen auf einer Spur, ich habe seine Videos gesehen. Ah, nein. Ja, Bro, deswegen, ich glaube, der ist nicht wirklich ein Höllenkrieger aus tiefstem Herzen, aber... Gibt's hier noch irgendwas beim Tempel? Gibt's hier irgendwie vielleicht Hinweise, dass mit meinem Rätsel verknüpft ist? Irgendwas? Ja, keine Ahnung, Snoopys Schweinschild hier. Vielleicht hier unten... Nee, anscheinend nicht. Hä? Du musst außen hochgehen. Oh nee, geh bitte weg. Na, er ist schon geh bitte weg. Geh bitte weg. Ja, du hast. Was hast du denn gefunden? Du hast einen Kackhaufen gefunden. Und zwar hab ich ein Buch gefunden. Und zwar bei Kyros hat im Ding oben hier. Also was? Ding oben hier. Ja. Und weißt du, was die Überraschung war? Was denn? April. Ach, Digga! Oh mein Gott, es ist nicht mal der erste April. Ist das schlecht, Bro? Vor allem wollte er nicht gehen, warum ist er schon wieder gekommen? Wollen wir noch kurz da hingehen und gucken, ob da was ist, oder? Ja, komm. Da wird nichts dran sein, aber... Lass mal kurz gucken. Was ist denn das hier? Ja. Hier können wir einfach durch die Decke durch. Bro, geh weg! Ja, bla bla bla, Digga. Was muckt der sich jetzt so? Er denkt auch nur, weil er irgendein Item hat, so, dass er jetzt der Krassere ist, aber ich bin immer noch der Anführer. Digga. Ja, hier ist natürlich ja kein Item. Hier ist kein Buch, kein Item, nichts. Ich sag euch ehrlich, mein Tempel ist wirklich am krassesten so, oder?
Schreibt mal auf jeden Fall in die Kommentare, weil ich finde, der Tempel von mir ist schon ein bisschen hübscher. Digga, was geht denn da unten jetzt schon wieder ab eigentlich? Hä? Digga, was geht denn? Sorry, sorry. Das Steinchen musst du nicht noch unbedingt angreifen oder so. Keine Ahnung, ganz toll. So, aber ist hier noch irgendwas hier, oder so? Wie erwartet ist hier natürlich nichts. Aber guck, jetzt ist Steinchen sogar auch offline, Bro. Wir hätten es doch jetzt eigentlich mit Snoopy und Steinchen nochmal versuchen können. Mir fällt gerade was auf. Mir fällt gerade was auf. Was? Guck mal, Timmy ist doch so mit Withern und so, oder? Guck mal, hier ist nur Soulsand in der einen Richtung. Ja, richtig. Hat die Richtung was damit zu tun, wer wohin muss und so? Das kann vielleicht sein, Crimson Forest und Dings ist ja für das Schwein, was Snoopy hat. True, stimmt. Und Basalt Delta, gut, was ist ein Basalt Delta? Magma-Schleim. Und was noch? Was gibt's noch im Basalt Delta? Eigentlich so Magma-Schleim und Gast. Hier ist noch eine Festung. Das macht auch irgendwie alles keinen Sinn. Ah, doch, irgendeinen Sinn macht das safe. Müssen wir rausfinden, was. Also die Sache ist, Rani und ich haben halt geguckt gehabt, dass wir vielleicht unterhalb des Bedrock, der Bedrock-Decke halt vielleicht eine Festung finden. So ein Soul Sand Valley und Crimson Forest und halt Dingsbums, ne? Was halt jetzt, aber das haben wir auch nicht gefunden. Also beziehungsweise hier im südlichen Teil gibt es tatsächlich unterhalb der Bedrock-Decke einen Teil, wo sich Warped Forest und Crimson Forest genau in der Mitte trennen und treffen. Aber okay, da war halt auch nichts. Da war nichts, gar nichts war da. Ja, ich überlege gerade. Festung. Festung. Aber, also dass hier so dieses Soulsand zu Snoopy und Timmy passt, ist schon irgendwie interessant. Ja, also das passt auf jeden Fall zu Timmy. Das hier passt zu Snoopy wegen dem Schwein. Basalt Delta und die Festung ergibt aber jetzt für mich irgendwie noch keinen Sinn. Ja, das Ding ist, das wäre also, mir ist ja aufgefallen, Mira macht diese Rätsel so ein bisschen wie ich, ne? Ja, sie hat ja von dir gelernt. Das wäre genau so das, was ich machen würde, aber... Ja, aber was meinst du denn? Das Basalt verwirrt mich echt. Also was würdest du... Ich stell dir vor, du hättest jetzt das Rätsel geschrieben und denkst jetzt, okay, Basalt-Delta und Festung. Die anderen zwei, also okay, Festung, checken wir. Festung, was ich denke, ist, in so einer Festung oder so einer Burg ist doch ein König. Richtig. Und ich bin der Anführer. Vielleicht musst aber du Timmy dahin. Auch. Aber wofür ist dann das Basalt? Basalt. Welche? Also Basalt steht halt für Verwüstung und so Sachen. Kann das sein, dass Steinchen dahin muss? Ich glaube, Steinchen müsste dahin, weil sein komischer... Das wäre irgendwie random, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, 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 aber sein komischer Kack... Okay, aber sein Kackhaufen, der ist jetzt nicht wirklich verwüstend, sondern eher nervig. Vielleicht... Oder... Guck ihn das mal an. Hä? Egal. Was? Was meinst du? Wichtig ist, aber vielleicht steht das tatsächlich. Ich weiß es echt nicht, Mann. Verwüstung, Basalt Delta, Bro, das ist. Ich muss ganz ehrlich sein, so wie ich denken würde, hätte ich gesagt eher, dass dieses Rot-Blaue hier, dieser Warped und Crimson Forest, dass das für Steinchen und Snoopy steht. Meinst du? Weil die beiden ja so ein Duo sind, so ein bisschen. Ja, okay, das könnte man hier auch rein interpretieren. Dann wäre die Frage, wofür steht das Basaltteil? Der Basaltteil, der Basaltteil. Zerstörung. Zerstörung, Verwüstung. Das könnte vielleicht mit dir zu tun haben. Ja, vor allen Dingen mit dem, was ich dir später noch zeigen will. Aber dazu kommen wir noch, glaube ich. Ja, vor allem, nein, ich denke halt gerade... Das könnte aber sein. Das könnte sein, Mann. Ich denke gerade, weil... Wegen deinen Unheilen hauptsächlich. Weil deine Unheile haben Verwüstung und Zerstörung gebracht. Ich habe auch... Die Burg, die ich gebaut habe, hat auch übelst viel Basalt drin, ne? Stimmt! Diese Festung, die Burg. Ja, wollen ja, wir ja, da ja. Wollen wir da ja, 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 ja. Vielleicht ist da irgendwas Neues dadurch, oder so. Nicht dadurch, nicht dadurch. Wieso nicht? Achso, stimmt. Ihr könnt ja, Dings. Wir können ja durch die Arena. Ja, sag ich doch. Können ja, warte mal, die ist in diese Richtung. Die ist Richtung 00, genau. Okay, okay, okay. Das ist actually ein good call. Vielleicht ist da irgendwas passiert. Freunde, wir kommen, glaube ich. Also ich find's gut, dass Tobi jetzt mit mir mal ein bisschen da am Rätsel rumfeilt, weil er checkt das sowieso am meisten. Und wenn er das sagt, dann muss da auch bestimmt was dahinter stecken. Wir müssen das jetzt unbedingt untersuchen. Ich bin gerade so gespannt. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott.
Was ist passiert? Was? Nein, ich bin extrem gespannt, weil vielleicht ist da ja ein Buch jetzt oder so, oder vielleicht müssen wir da irgendwas freibuddeln von deiner Festung, wegen dem ganzen Basalt oder halt, ne, Blackstone. Ich weiß nicht, aber die Wände sind halt alle aus Basalt hier, guck, am Eingang. Oh mein Gott, das hat, glaube ich, wirklich was mit dir zu tun. Du hast es aus Basalt gebaut. Ach so, übrigens, das hat Sue sogar mitgekriegt. Ich habe was gemacht, komm mal mit. Oh mein Gott, was? Man kann da wieder durch? Ja. Man kann wieder... Warte. Aber das hier ist nicht offen. Ist nicht offen. Kann man da noch durchgucken? Ja, da kann man immer noch durchgucken. Ist alles noch so, wie es war. Aber Tridan ist auch durch das ganze Labyrinth irgendwie durchgerannt oder so. Wieso? Ich kann dir ja mal zeigen, was ich gemacht habe. Hä? Bist du verrückt? Na, komm mal mit, ich zeig dir sogar. Wieso reaktivierst du das Portal? Ja, warum nicht? Weil dahinter vielleicht irgendwas ist, was die komplette Insel zerstört. Schon mal daran gedacht. Das öffnet sich sowieso irgendwann von selber, auch wenn wir es nicht aufmachen. Woher weißt du das? Ja, auf jeden Fall, deshalb funktioniert es wieder. Was ist das? Eine Flugmaschine. Geh da nicht zu nah ran, sonst wirst du teleportiert. Oh, okay. Naja, warte mal, du bist Fall hier? Du bist von hier aus da hier hingeflogen? Ja, weil man hier bauen kann. Und da nicht. Ach krass, und das ist dann da einfach weiter reingeflogen mit so einem Redstone-Mechanismus. Genau. Und dann hat sich's wieder reaktiviert? Wie krass ist das denn? Wie bist du auf so eine Idee gekommen, hä? Ich weiß doch, dass da ein Command-Block dahinter ist. Ja, du hast es ja schlussendlich gebaut. Anschalten. Ja, die muss man nur irgendwie anschalten. Ach, und jetzt ist da ein Redstone-Signal drauf. Ja, genau. Aber oh mein Gott! Wenn man da rankommt, ist dann... Wie krass, Alter! Das Ding ist, hier ist überall Basalt und Lava, also es könnte schon hin... Ich glaube, wir müssen alle zusammensammeln am Wochenende. Oh mein Gott. Das hat auch jemand auf mein Video gestern geschrieben, dass ich alle zusammentrommeln muss. Warte mal, das heißt, wenn das wirklich so ist und deine Theorie, beziehungsweise du verstehst es ja am meisten und die Theorie mit dem Crimson und Warp Forest für Snoopy und Steinchen steht. Ja, lass da schnell hin, dass ich es besser kapiere, Alter. Oh mein Gott, ich glaube, so nah war ich dem Rätsel noch nie. Oh mein Gott. Aber das bedeutet, wie kriegen wir am besten alle zusammen? Am Samstag halt im Livestream sind eigentlich die meisten immer da. Ja, natürlich. Da sind eigentlich alle da, aber Timmy muss da sein. Das ist wichtig. Timmy muss auch da sein. Ja, natürlich. Er muss nämlich die eine Seite besetzen. Wow, mein Gott, Freunde, ich bin so hyped. Alter, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Kann natürlich auch sein, dass wir einfach uns viel zu viele Gedanken machen und es viel einfacher wäre. Das ist mir sowas mal, von das, egal, das ist eine Theorie. Das hier so Burg, hier ist irgendwas kaputt gegangen auf jeden Fall, das ist, weiß ich nicht. Ja, das ist Steinchens Werk gewesen, mal wieder. Ja, auf jeden Fall so eine Burg für so einen Krieg, so einen König halt oder so. Ja, da sehe ich mich auf jeden Fall. Dann das da für Timmy, weil, ey, come on. Wither, ja, safe. Bekannt. Safe, dafür ist er bekannt. So. Ich meine, am ersten Tag, wo wir alle auf die Insel gekommen sind, hat er Wither direkt gespawnt. Ja, true. Bedeutet... Ich habe ihm ja welche gegeben gehabt. Das bedeutet auf jeden Fall zu 100% hier Timmy. Wenn man deiner Theorie Glauben schenken mag, Crimson und Warp Forest, dass es so ineinander geht, das heißt, die miteinander einen Tanz ausführen, wie Ying und Yang, bedeutet das, dass hier Snoopy und Steinchen sind, weil die genau beide gleich viel IQ besitzen. Ja, genau, so in die Richtung hätte ich gedacht. Und das ist dein Ding. Guck mal, was noch dazu passt. Was denn? Es ist zwar Süden eigentlich, aber Steinchen und Snoopy. Stimmt! Hä? Vielleicht sind die ganzen Buchstaben tatsächlich auch so. Ah, weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, die sind wirklich... Also die Buchstaben sind, glaube ich, wirklich nur für die Himmelsrichtung. Damit ja, aber das hier ist auf jeden Fall deins. Zu 100%, wenn du das so sagst. Also Basalt Delta und Blackstone hier, so wie deine Festung, das kann kein Zufall sein. Ja. Und hier... Ja, dann müssen wir hier... Das ist mein Weg. Oh mein Gott. Ey, ich finde das auch so krass, weil jetzt du das erste Mal hier auch mit dem Rätsel so aktiv dabei bist und du der Einzige bist, der das halt so richtig schnallt. Wieso hast du das letzten Samstag nicht schon lösen? Weil ich die ganze Zeit angegriffen wurde von irgendjemandem. Ich weiß, wir wurden die ganze Zeit so dämlich verfolgt, das hat uns total unterbrochen. Deswegen hätten Rhino und ich da auch niemals draufkommen können, weil er checkt die Rätsel doch sowieso nicht. Ich glaube schon, dass Rhino eine Chance gehabt hätte, das zu checken, aber... Gut, er hätte es natürlich nicht lösen können, weil
Schlussendlich müssen wir das lösen. Aber das würde vom Rätselablauf auch Sinn ergeben. Guck mal. Ich habe ja hier, ich habe das Buch ja wiederbekommen. Ja. Falls du das noch nicht mitbekommen hast. Ich habe es wiederbekommen. Da steht ja ganz genau drin, in allen Himmelsrichtungen verteilt findest du eine Macht so stark wie der Zusammenhalt zwischen dir und deiner Familie. Da die Höllenkrieger allesamt meine Familie sind, ergibt das alles jetzt noch mehr Sinn von dem, was du halt auch sagst. Aber, okay. Ja, ja, aber ich finde das, krass. Hat dann Mira schon vorhergesagt, dass du bei uns als Höllenkrieger festen Bestandteil bleibst? Weil wenn du da schon mit angedacht warst, weil zu dem Zeitpunkt warst du ja ganz frisch eigentlich noch gar nicht so richtig fest entschieden. Das wäre wild, muss ich ganz ehrlich sein. Wenn sie das von Anfang an gewusst hätte, was passiert an diesem Tag. Das ist echt möglich. Mein Gott. Ich bin krass. Ich hatte da ja auch die Effekte und so schon. Ja, eben. Das heißt, Mira hat dich schon immer bei den Höllenkriegern gesehen und hat das alles vorbereitet, obwohl du dich noch nicht mal entschieden hast, ob du fest bei uns sein willst. Wie krass ist das denn? Ich wusste, dass Mira geisteskrank drauf ist, aber das ist doch schon... Oh mein Gott. Ey, das hat jetzt, glaube ich, diese ganze Rätselgeschichte 10.000 Schritte vorangebracht gefühlt. Ich bin gerade richtig hyped aufs Wochenende. Checkst du das, Alter? Ich bin so hyped. Digga, nur noch einen Tag. Mal überlegen. Mira ist einfach so drauf, als würdest du jeden auf der Insel zusammenstecken, aber mit 250 IQ oder so. Ja, real talk. Das ist Mira einfach. Irgendwie, aber da fällt mir auf, dass Mira ja auch irgendwie deine Mission verfolgt, als du noch Admin warst und so. Beziehungsweise deine Mission ja immer noch so verfolgst, dass du ja Frieden und Zusammenhalt zwischen alle willst. Und gerade dieses Rätsel hier bringt ja auch uns als Struktur, als Höllenkrieger viel, viel näher. Eben. Das ist wirklich, also Mira ist, glaube ich, wirklich ein Teil von dir. Den ganzen Sache. Hast du Soul Walker? Ja, ich hab Soul Speed. Ich will sowas auch noch haben. Kann ich das überhaupt noch? Ich habe nämlich Federfall, Reparatur, Schutz und Haltbarkeit. Hat das überhaupt noch Platz? Oh mein Gott. Ey, ich freue mich jetzt so sehr auf morgen. Da müssen wir aber mit den anderen mal reden, dass die alle herkommen am Wochenende. Ja, natürlich. Wir müssen die zusammentrommeln. Alter, das muss ja so ein geisterkrankes Item sein. Ey, wir reden morgen mal mit denen. Ja, bitte, unbedingt. Wir müssen die zusammentrommeln, wir müssen denen schreiben und dann direkt sagen. Anschreiben. Ja, safe. Direkt sagen, ey, bitte seid am Samstag im Livestream da. Das ist ja schon morgen, Alter. Boah, stimmt. Oha, der hat wirklich direkt anschreiben. Wir müssen sofort alle zusammentrommeln. Oh mein Gott, okay, Tobi, dann lass jetzt hier Schluss machen. Wir versuchen alle zu kontaktieren. Ja, wir sehen uns dann noch. Ich muss dir noch was anderes zeigen später, aber für jetzt. Ja, safe. Jetzt, wir kontaktieren erstmal. Ich komme dann später zu dir, okay? Okay, Freunde, ich bin einfach extrem hyped auf die ganze Situation. Oh mein Gott, wir haben endlich das Rätsel gelöst. Ich muss jetzt unbedingt den anderen schreiben und die zusammentrommeln, dass die morgen im Livestream alle am Start sind, Alter. Das wird sowas von nice. Also, Freunde, lasst unbedingt ein Hä? Wer ist da? Was macht Briny hier? Briny! Hä? Was machst du hier, Bro? Hey, na? Nix, alles gut. Was schreibst du da hin? Kiro? Hä, was machst du? Nix. Sind hier noch mehr Schilder? Alles gut. Machst du da gerade ein Ritual oder was? Was ist mit dir? Ich wollte gerade meine Endcard drehen. Nein. Den Endcut, warum? Was ist das für ein Video? Bro, geht dich nichts an, Alter. Also bist du morgen sehen im Stream, Bro. Was laberst du? Ja, ich glaube, das Rätsel wurde gelöst, glaube ich mal. Ach, ihr seid auch endlich soweit. Sicher, dass ihr das Rätsel gelöst habt? Ja, natürlich, Bro. Was laberst du? Du hast ja auch gesagt, du kennst das, die Lösung schon. Wer ist ihr? Ja, das geht dich auch nichts an. Haha. Also, ich weiß, dass du da nicht allein drauf gekommen bist. Ja, bin ich auch nicht. Das gebe ich ehrlich zu, Bro. Ja. Wer ist ihr? Komm. Ja, okay. Tobi und ich. Ah. Ja, okay, dass Tobi da drauf gekommen ist, dass er merkt, dass er das fehlende, ja, wie soll ich sagen, das fehlende Puzzleteil ist. Das war mir eigentlich ziemlich klar. Was redest du da? Ja, ich sag dir, also, Kiro. Ich hab dir doch gesagt, dass ich drauf gekommen bin.
Ja, ja, aber du hast, Digga, du hast nur gelabert, Bro. Darauf hätte niemand kommen können. Lass mich kurz zusammenfassen. Ja, was? Also, wir sind im Stream schon, letzten Samstag sind wir schon darauf gekommen, dass wir irgendwas mit diesen Himmelsrichtungen machen sollen. Das Problem ist einfach, dass wir erstmal, im ersten Moment dachten wir natürlich, okay, es könnten die Höllenkrieger sein. Ich habe auch oft gesagt, okay, es könnten vielleicht einfach generell Hühner sein, weil es wurde um deine Familie. Es ging die ganze Zeit um deine Familie. Richtig. Aber im Endeffekt, es waren die Höllenkrieger, wenn ich mich jetzt nicht irre, richtig? Ja, ja, natürlich, ja, ja, sind Höllenkrieger, ist meine Familie. Zählen wir mal alle Höllenkrieger auf. Wir haben einmal dich, wir haben einmal Timmy, wir haben Snoopy, Steinchen, Beule und jetzt Tobi. Richtig. Heißt, es sind sechs, ist echt schlau, sechs Alter. Leute. Ja, aber es sind sechs Leute, es macht irgendwie keinen Sinn mit vier Himmelsrichtungen. Dachte ich. Richtig. Dachte ich. So, dann dachte ich im nächsten Schritt, okay, vielleicht musst du schon mal in der Mitte stehen bleiben. Und ich hatte da aber Tobi noch nicht mit einberechnet. Heißt, es waren vier, es hätte perfekt gepasst. Beule wäre in eine Richtung gegangen, Timmy wäre in eine Richtung gegangen, Snoopy und Steinchen wären jeweils in eine Richtung gegangen. Aber in welche Richtung, wer soll was, was, wie, wo, welche Richtung? Ist doch egal. Was soll dann passieren? Sollen die durchs Portal gehen? Keine Ahnung. Aber dann habe ich mir das mal genauer angeschaut. Ich habe mir jede Richtung einfach mal genauer angeschaut. So, im Norden ist eine Festung. Im Osten ist so Soul Sand, ja, alles so Soul Sand-mäßig. Ja. Dann im Süden Crimson und Warp Forest, so eine Mischung. Und im Westen Basalt. Festung, das Rätsel handelt um dich. Du bist quasi das um dich. Es dreht sich, das ganze Rätsel dreht sich quasi um dich. Komplett, du bist Festung, König. Du warst auch zu dem Zeitpunkt noch der König. So, weißt du, wie ich meine? Du hast ich war der Anführer. Ich hab Timmy ja entthront. So, Soul Sand, wer passt besser zu Soul Sand als Timmy, der die ganze Zeit Wither gespawnt hat? Mit den Withern, richtig, ja! So, Süden, Crimson Forest, Freunde, ich glaube, der hat das Rätsel tatsächlich gecheckt, hä? Süden, der Crimson Forest und der Warp Forest. So, Crimson Forest, was hat Snoopy für ein Schwein bekommen? Was ist dieses Schwein sehr gerne? Diese, oder, nee, wovor hat's Angst? Es kommt aus dem Crimson Forest, hauptsächlich. Und es hat Angst vor diesem Warp Forest. Vor diesem Fungus. Von diesem Pilz. Heißen die so? Ja, Fungus. Genau. So, und davor hat's Angst. Snoopy und Steinchen sind einfach eine Einheit. Die sind immer zusammen. Freund, ich glaube, der hat's wirklich gecheckt, hä? Dieses Ganze mit dem. Der hat nichts darüber gesagt, der hat wirklich nicht gelogen. Was Steinchen später für eine Fähigkeit bekommen soll. Ich habe da irgendwie irgendwas gehört, aber ich bin mir da nicht ganz sicher. So, und jetzt war aber das große Rätsel, das große Fragezeichen, was ich mir noch gestellt habe, ist der Westen gewesen. Was soll ein Beule, hier steht's Beule, was soll ein Beule mit einem Basalt? Angriff! Ey! Oh. Was soll ein Beule mit einem Basaltbiom zu tun haben? Ja, aber Verwüstung hauptsächlich. Er stirbt die ganze Zeit. aber okay, das passt tatsächlich, so, weil das Basaltbiom ist auch so ein bisschen tot. Aber viel eher, und da fiel es mir wie Schuppen von den Augen, Tobi. Und zwar hat... Ich habe keine Ahnung, egal, vielleicht hat das gerade was damit zu tun, was du sagst. Und zwar, guck dir doch mal die Festung vom Nullten Unheil an. Komplett aus Basalt. Oh. Guck dir den Stil an, in dem Tobi baut. Komplett in diesen schwarzen Stein und sowas. Guck dir die Unheile an. Guck dir an, was wirklich das Rätsel gelöst. Parallel zu Tobi und mir. Was geht ab? Und er kann doch nicht so klug sein wie Tobi, ey. Mehr dafür als das Basaltbiom. Und so viel. Es fiel mir wie Schuppen von den Augen. In dem Moment, wo ich akzeptiert habe, dass Tobi nicht einfach nur zum Spaß euch beigetreten ist, sondern man musste akzeptieren, um dieses Rätsel zu lösen, musste man akzeptieren, dass Tobi einer von euch ist. Ja, er ist auch einer von uns, richtig. Das war das fehlende Puzzleteil, was mir noch gefehlt hatte. Aber ich glaube, du bist nicht ganz auf der richtigen Spur, was das Rätsel betrifft. Du wirst es morgen im Livestream sehen. Also der Ansatz war richtig gut, das hat mir sehr gefallen. Deine PowerPoint hat auch definitiv eine 2+ verdient. War solide gesprochen. Hey! Naja, wir sehen uns morgen im Stream. Ja, wir sehen uns. Ja, was war das denn für ein komischer Auftritt, Freunde, hä? Geil!
Wir sehen es sowieso morgen. Ich werde... Also, ihr müsst unbedingt abonnieren und die Glocke aktivieren. Ihr dürft diesen Livestream nicht verpassen. Ich mache daraus zwar auch ein Video, aber selbst das dürft ihr nicht verpassen. Deswegen seid unbedingt dabei. Let's go!